eure Videos. Moin Leute, Folge 214 fängt in den Niederlanden an. Ja, mal was anderes. Mal gucken, wie die da so fahren. Alter, ist ja geistig. Der nächste auch darüber. Na, bis jetzt sehe ich aber keinen Unterschied in der Fahrweise. Ist auch alles durcheinander. Das müssen wir wirklich sichten. Unfassbar. Die fahren aber alle so. Das ist hier irgendein. Guck mal. Yo, hier sind die alle. Die haben ja auch irgendwelche. Der S3, das ist irgendwie so ein GTI. Und ich dachte, die Holländer sind lieb auf der Straße. Die sind überhaupt nicht lieb auf der Straße. Also beide vor allem. Geil. Ja, komm, nehme ich jetzt mal den ruhigen Clip erstmal. Alter! Du Dummer! Weg! Was soll der Scheiß? Mann! Okay, Garmin. Video speichern. Oh, was ist hier denn los? Gibt's hier was umsonst oder was? Oh, günstiger Sprit. Nee, ehrlich jetzt. Günstiger Sprit an dem Tag. Und deswegen stehen die da alle wie die Ölgötzen. Andi ist übrigens den ganzen Tag schon genervt und das spiegelt sich natürlich dann auch bei der Autofahrt wieder, ne? Was ist das da vorne? Hey, ich glaub's ja nicht, die Spinne doch. Das ist doch ein Sparer. Hat der da vorne? Hat der hat sich da hingestellt. Einfach mit in die Spur. Schaut mal, da läuft so eine Truppe über die Straße und der Pkw-Fahrer hat keinen Bock zu bremsen. Und das ist ein Mittelfinger. Sauber, oder? Aber wer hat denn dir ins Gehirn geschissen, ey? Du bist doch. Na, Phil, ging dir da kurz der Arsch weg? Aber darum geht's hier gar nicht. Jesus Maria, bist du denn bescheuert? Ach du Scheiße! Alter, du bist aber auch eine Rasernase, hoch drei, ne? Muss man ja mal sagen. Sag mal, bist du denn... Also auf deine Geschwindigkeit müsstest du mal achten wollen. Parade ist auch weggefallen. Oh, alter Schwede. Alter, habe ich echt noch nicht gesehen. Und ja, was würdet ihr machen? Weiterfahren, rausfahren, riskieren, dass alles kaputt geht? Aber im Tunnel anhalten ist halt saugefährlich, ne? Wenn dann was passiert, keiner kann ausweichen, keiner kann weglaufen. Wenn es dann auch noch brennt, dann ist gleich Holland in Not und ach. Ah, mal was anderes aus der Innenperspektive. Cool. Schaut aber auch mal in den Innenspiegel. Er wird nämlich verfolgt. Aber gleich nicht mehr.
mit einem offenen Anhänger durch die Gegend fahren ist halt nicht besonders klug. Da gehört ein Netz drüber, ne? Wenigstens ein Netz. Man hat es gar nicht richtig mitgekriegt, aber er hat da rechts an dieser Bordsteinkante dran langgeschleift. Scheiße. Alter. Jetzt mach ich mir mal hier meine Pfeife abgucken. Er hat mir nicht geschrieben, was kaputt gegangen ist, aber anhand seiner Reaktion ist auf jeden Fall irgendwas komisch. Jetzt klopft er da dran rum an dem Rad. Ich weiß nicht, ob vielleicht einfach nur die Radabdeckung da irgendwie lose oder kaputt gegangen ist. Ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen, aber der asoziale Typ da in dem Mercedes, der hat noch den Finkestinger rausgehalten. Ich habe den Ton hier zwar weggemacht, weil die Musik läuft, aber Pablo sagt keinen Mucks. Pablo hat umgedreht, schnappt ihn sich, leider läuft die ganze Zeit Musik, man versteht nichts. Außer zwei Fetzen, die zeige ich euch. Also das habe ich in diesen 30 Sekunden verstanden und jetzt fahren sie weg. Wer sein Auto so überhaupt nicht einschätzen kann. Ich weiß nicht, warum der Auto fährt. Das ist doch gefährlich, Mann. Hallo. Dann muss man zu Hause bleiben. Ganz im Ernst. Ich weiß es nicht, aber vielleicht übertreibe ich hier schon wieder. Aber warum? Bleib zu Hause, echt. Lass es sein. Da kannst du mal bremsen. Und ein bisschen an der Seite fahren. Och nö, jetzt ist da auch noch ein Ratzfahrer. Oh, ob das passt? Ob das passt? Boah, das ging ja gerade so noch gut, dass das gepasst hat. Aber pass auf, Gegenverkehr, Radfahrer. Jetzt, für den hat er keinen Platz mehr übrig. Schaut doch mal bitte, der fährt mehr im Gegenverkehr. Also ich bin ja einer, der extrem selten die Polizei wegen sowas rufen würde, ne? Aber ich glaube, hier wäre es soweit. Jetzt passiert erstmal nichts mehr und ich springe bis dahin, wo er vorne an der Ampel steht. Grün. Fährt auch noch geradeaus. Was ist das? Ringelpiez mit anfassen. Dachte sich auch Anon. Ich glaube, ich mache mal Musik aus und lausche noch mal genauer. Och, jetzt hört man ja nichts mehr. Ich glaube, es ist wieder alles in Ordnung. Boah, heftig. Also ich vermute, da hat da irgendwo gar keine Bremsbeläge mehr drauf. Ich glaube, der hat komplett die Bremse im Arsch an einer Stelle. Okay, Garmin, Video speichern.
Pfeife, Alter. Ein schönes Schlusswort.